Baro feiert 25 Jahre GZSZ, die Szene fand er absolut blöd. Wolfgang Baro, 57, hat in 25 Jahren als Dr. Joachim Gerner viel erlebt, der Kulturanwalt schloss unzählige Geschäftsdeals mal mehr oder weniger erfolgreich ab, stürzte sich in turbulente Liebschaften und musste den tragischen Tod seines Sohnes verkraften. Bei der bunten Palette an Szenen nahmen die Fans ihm immer die Rolle des Saubschurken ab. Das verlangte dem 57-Jährigen auch einiges ab, denn so manche Story fand er absolut blödsinnig. Um ein Vierteljahrhundert im Saubkiez zu füllen, ließen sich die Macher für den Serienjuristen die ein oder andere skurrile Geschichte einfallen, wie Baro im GZSZ-Livestream auf Facebook verriet. So saß sein Charakter wegen eines Unfalls längere Zeit im Rollstuhl und sollte in diesem Zustand in den Wannsee fahren. Die Idee dahinter: Ein Guru versprach dem Geschäftsmann, durch die spirituelle Aktion wieder gehen zu können. Als der Schauspieler von der geplanten Szene erfuhr, war er entsetzt. Der Mann, Anmerkung der Rät, Jo Gerner, ist Akademiker, das ist doch vollkommener Schwachsinn, dass der mit dem Rollstuhl in den Wannsee fährt. Der Hauptdarsteller überlegte ernsthaft, den Dreh ins Wasser fallen zu lassen. Letztendlich konnte der Produzent den gebürtigen Berliner doch noch von der irrwitzigen Handlung überzeugen. Er habe damals an Baros schauspielerisches Können appelliert, die Szene trotz ihrer Absurdität glaubwürdig rüberzubringen.